Servus miteinander. Hier ist wieder euer DJ. Wir haben eine super Tour zum Auflegen. Ah, na, lassen wir das einmal sein. Weil heute macht der Algorithmus die Playlist. Deswegen lassen wir jetzt den Computer sprechen. 10101100. Ohne Quatsch. Hier geht's los. Wir starten in Lenggries im Ortsteil Mühlbach. Das hat ein super Feuerwehrgerätehaus. Mein Gartenhütten ist, glaube ich, größer. Aber es wird schon lange für das kleine Kaff. Ja, wir wollen jetzt von Mühlbach eben auf den Großleitenstein und dann auf den Großleitenkopf und dann über die Lenggrieser Hütten wieder runter. Außerdem wollten wir ein bisschen ausbaldobern, wie es da oben ausschaut, mit ein paar Skitouren, die man von da aus oder dorthin machen kann, wie das Ganze halt gut läuft. Ja, wir nehmen jetzt den Sommerweg oder auch den Steigweg, kann man sagen. Und wie ihr seht, ist es relativ kalt, 2,5 Grad minus. Wir starten allerdings erst um 10 Uhr. Unsere Erwartungen an den Tag sind ein schönes Wetter und eine angenehm unkomplizierte Wanderung über großteils Straßen und geregelte Steige. Unsere Tour war jetzt knapp 9 Kilometer und hat 700 Höhenmeter verschlungen. Das geht auch wieder. Wir wären ja normalerweise schön in Österreich gewesen, auf einer erzwungenen Skitour, wenn wir irgendwo weit hinaufgefahren wären. Aber ist nicht möglich aktuell. Ja, dann über war der Ausblick kurz aufs Brauneck, durch den Wald durch, hinauf. Und der Weg jetzt insgesamt ist auf solche Straßenteile gut vereist gewesen. Also man hat eine dicke Eispanzerung drauf gehabt und ist wunderschön gewesen. Hier seht ihr ganz deutlich, im Sommer ist das hier Genusstour. Man geht im Schatten hoch. Man hat also keine brennende Hitze. Im Winter war es natürlich dann deutlich kälter. Wenn man Ski anzog, dann hat das schon wieder passt. Oh, hier haben wir schon das erste Riesenhindernis für den jungen Mann. Ich hoffe, das klappt. Ah, Augen zu und er packt's. Ja. Draus geworden ist eine durchaus tolle Tour. Bloß, es waren sehr viele komische und unmögliche Leute mit dabei. Also, ich war ziemlich enttäuscht von den Leuten, die so komisch blöd dahergeredet haben. Ja, das ist jetzt der letzte Gipfelsturm auf dem Großleitenstein. Der ist jetzt nicht besonders hoch. Mit 1268 Meter ist es eigentlich ein schöner Aussichtsgipfel, wo man einen schönen Tiefblick hat. Der ganze Wald und alles drumherum verschwindet dann auch endlich, sodass man Ausblick genießen kann. Da oben lag schon gut Schnee, also wir haben ja natürlich nur keine tragfähige Decke für Skitouren oder ähnliches, aber der bleibt liegen da, gerade in dem Wald. Es war bitterkalt da, genau das Richtige für Skitouren. Ja, mal hier haben wir dann die Aussicht aufs Bronneck genossen und unten ins Tal auf die schönen Orte und die Isar, die sie durchschlingelt. Ihr habt eine Rundumaufnahme vom Ding, Grasleitenstein. Ja, da kommt jetzt als erstes ein schönes Rentnerbankerl. Das macht richtig was her, aber ich habe natürlich die Eltern leid überlassen. Ja, wir haben da drüben einen Breitenkopf, Rosskopf, Schminkstor, das ist der Glorne hier vorn. Und dann haben wir natürlich die ganzen Orte, die sich hinunterschlängeln nach Lenggries. Das ist Fleck und Winkel. Und dann geht es hier weiter mit dem Gurten Brauneck, wo das Skigebiet ist. Ja, hinten aus seht ihr noch Blomberg und das war's dann da in der Gegend mit Schneeberger. Natürlich gibt es auch noch viele andere, also das ist ja wohl klar. Aber das ist jetzt mal unser Ausblick, den wir haben. Hinten aus waren ein paar Fichten und Tannen gestanden, deswegen haben wir da jetzt keinen Ausblick mehr gehabt. Deswegen kann ich da auch nichts mehr sagen. Ja, die Gleitschirmjäger, sage ich schon, die Gleitschirmgenießer haben natürlich das Wetter genutzt, aber alles Handarbeit, Handaufstieg mit Schirm und allem rauf und num. Ja, ich zeige euch jetzt noch ein paar Gipfelfotos und ja, spüre ich Musik ein, gell? Genießt den Tag, Servus.
So, und das ist die zweite Scheibe, die ich jetzt für euch auflege. Das ist der Großleitenkopf. Und da haben wir auch nochmal einen super Blick auf Sekakreuz hinüber. Da liegt schon erstaunlich viel Schnee. Er hat mich gleich richtig angemacht. Da hätte ich richtig Bock drauf gehabt, die Turnski-Stiefel und die Turnski anzuleimen. Aber ja, ist nur zu wenig. Jetzt warten wir noch in einem Monat, vielleicht anderthalb Monat, kommen wir da hinten rauf über die Fahrstraße, Tour machen, was man gut abwandern kann und dann auf. Ja, hier seht ihr, ist das Gipfelkreuz leider gebrochen. Deswegen sind da nur noch Überreste da. Und die zwei Delinquenten hier haben sie davor mal aufgebaut. Ja, es ist noch ansehnlich, weil es ein bisschen verschönert worden ist, das Gipfelkreuz. Aber insgesamt, ja, es ist kaputt. Ja, bei uns hat dann bald einen Abstieg gemacht, weil es knapp nach 12 war. Und wir dann auch gesagt haben, für heute langt's. Übrigens, die Zeitdaten auf sind relativ gut, weil die Wege spitzenmäßig sind. Also man kann es in anderthalb Stunden schaffen. Wir haben es in 2 Stunden geschafft. Sprich 2,5 bis zum Grasleitenkopf hinter. Da waren es 2,5 Stunden. Also ich würde sagen, zwischen 15 Minuten und einer halben Stunde ist man vom einen zum anderen Gipfel mit nochmal 160 Höhenmeter, glaube ich, waren das, oder 150 Höhenmeter, sowas umdrehen. Ja, der Abstieg zu den Grieser Hütten ist gleich passiert. Sind ein paar Meter darunter gekupft. Ich glaube auch nochmal 140 Meter sind es, glaube ich. Ja, und dann hat man da den schönen Ausblick. Gleichzeitig kann man da natürlich noch ein bisschen vorlegen gegen Corona-Langeweile. Also hier wird Soforthilfe versprochen. Aber so wie ich im Verdacht habe, wird der Korkenöffner oder der Flaschenöffner von jedem angelangt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Außerdem war ein Flascherl da schon ziemlich leer. Was man herausfinden muss, ist, ob die Hütten auch im Winter offen hat, gerade für Skitourengeher. Ja, das ist unser Steigerl hinunter. Das ist gut vereist, oben schneebedeckt und dann vereist, weil es halt den ganzen Tag im Schatten liegt. Also so ein paar Grödeln, Steigeisen wären schon geil gewesen, aber haben wir nicht dabei gehabt. Gut, man kommt da so rum. Ja, und dann nach ein paar, würde ich sagen, 400 Meter, also 400 Wandermeter, so einen halben Kilometer etwa, kommt dann die Abzweigung hier, da geht es dann plötzlich mit der Straße weiter. Keine Ahnung warum, also das kann ich jetzt nicht sagen. Und die führt nach Fleck, weil nach Mühlbach oder Lenkriers führt dann wieder weiter Pfad. Das heißt Pfad, Stross und dann wieder Pfad. Ganz spannende Sache. Die Hütten übrigens werden auf der anderen Seite vom Hirschsattel aus beliefert. Nur da haben wir noch einen schönen Bach, der bestimmt einen Haufen Wasser zirkt. Das schaut richtig gut aus da umeinander. Ja. Ich spiele noch ein bisschen Musik ein und beschließe mit den Worten, um den jungen Mann zu zitieren: Namaste, Freunde. Servus und gesund bleiben.